Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier Train Team World. Wir sind in Hohenlimburg und sollen ein paar Rangieraufgaben machen mit der 363. Und genau das werden wir auch machen. Wetter ist leider nicht das Schönste. Aber was soll's. Und endlich sind wir mit der mal unterwegs. Sie wurde damit beauftragt, einen Zug zusammenzustellen und zur Abfahrt vor sich begeben sie sich in den Hauptrangierbahnhof, um die Arbeit aufzunehmen. Alles klar, aber zuerst möchte ich hier mal ein Foto machen. Text, verschwinde. So, Foto machen. Art muss sein. So, Generalschlüssel auf ein. Umschalter. Dann bist du auf Leistung halten. So, hoffentlich funktioniert das alles mit dem Waydriver. So, Scheibenwischer, beziehungsweise Lichter. Ein. Es ist an. Lichter sind an. Cool. Ja dann. Bisschen leise das Zughorn. Cool. Wie wir sehen, sehen wir leider nicht sehr viel. So ein Gestänge hat schon was. So, irgendwie ist draußen angenehmer zum Fahren. Oh, haben wir gerade die Weiche aufgefahren. So, 220 Meter. Was? Wir machen immer so eine Rangieransicht hier oben. Oder machen wir so beim Fenster. Sonst wird man hier rausschauen. Ja, da ist Ruth. Bitten Sie den Fahrdienstleitung mal erlauben, um auf das Nebengleis mit dem Wagen fahren zu dürfen und fahren Sie dann weiter, sobald die weißen Lichter erhalten. Okay, sind wir kontaktiert. Fortfahren gemäß Signalbilder. Gut. Nice. Ah, direkt angucken an die Stahlwagen. Rot. Setzt dann wieder, ja, ist das Rangiersignal da vorne. Ne, also hier drin hat man wirklich keine geile Sicht. Wir können das Fenster aufmachen. Mit schön Rennshift. Nochmal. Das möchte nicht rein. Ah, Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Nice. Hey, du kannst mir doch nicht einfach meine Kamera so verstellen. Ich hab extra eingestellt hier. Kein Signalbild mehr. Ah, da vorne. Elektrische Weichen. Neues. Muss man also hier nichts machen. Echt nicht so gut die Kameraposition. Oh, und jetzt halt nicht entgleisen. Das wäre super. Nicht so wie da in England. 08, glaube ich, war das. Ja,
das war jetzt ein bisschen fester da rum, so. So, aussteigen. Und... warum? Ach, scheiße. Angekuppelt. So. Und jetzt wieder retour raus. Also wir müssen auch die Signallichter ändern. So. Noch mal rein. Das wäre dann hier. Vorne machen wir aus. Ich jetzt hinten an. Instrumentenbeleuchtung könnte man eigentlich auch anmachen. Soll ich jetzt hier sitzen oder soll ich jetzt das? Also ja, sitzen ist gut, ne? Hier stehen. Kein Stuhl. Den könnte man vermutlich einfach umschieben, oder? Ja, schon mal davon aus. So, lösen. Lösen. Danke. Diese Ansicht wollte ich jetzt nicht. Ich würde sagen, hier so. Ups. Halt. Falsche Richtung. Rückwärts fahren. Oh, das wäre jetzt fast schiefgegangen. Wie viel fehlt's? Oh, nicht viel. Es fährt denn da in grün rum? Ah, schade, ich hab's nicht gesehen. Mann, ich würde das so gern mit Fernsteuerung fahren. Schönes Licht. Nice. Grenzwert GB. Wie auch immer. Das ist ja wahrscheinlich riskant sein. Boah, wir müssen hier anhalten. Ah, das glaube ich war ein bisschen blöd. Formation ankuppeln. Mach jetzt noch den nächsten. So, dann machen wir einen auf Rangiermeister und stellen uns. Keine Ahnung, da so hin. Was wird man hier so stehen? Vorwärts wieder. Lösen. Dankeschön. Also, Pfiff vielleicht. Was man eh kaum hört. Kollege, fahr mal. Oh, da kommt dann auch noch was entgegen. Ah, solche Aufgaben irgendwann mal in Simrail. Nein, scheiße! Oder war das jetzt okay?
Ne, jetzt fahren wir da wieder ins gleiche Gleis. Anhalten. 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 Ich muss mal schnell ins Menü gucken. Wo war das? Hier. Ja, das war jetzt ein Fail. Ich hätte fragen müssen. Scheiße, scheiße, scheiße. Einmal nicht aufgepasst. Jetzt wird er sich vermutlich... Moment mal, kann ich das vielleicht ausstellen? Einstellungen, Einstellungen. Hat ein Gameplay. Nee. Gleisen anweichen. Anschauen, sieben Kirn. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass Rot. Dass aber jetzt bei Rot nichts macht. Schade. Ah, damit es jetzt vermutlich gleich klatschen. Vorwärts bitte. Nee. Ich bin doch gar nicht durch. Machen ja nicht mal was. Um, zieh. Was ist los mit dir? Das Anfahren ist schon sehr mühsam. Ja, dann machen wir das gerade ein zweites Mal. So, passt es jetzt? Okay, das passt. Richtig ist wieder vorwärts. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da Fahrt kriegen. Fahrt mit reduzierter Geschwindigkeit. Hat das jetzt auch. Hat das jetzt auch richtig gestellt? Jo, hat er. Gut, vorwärts. Wir müssen lösen. Wir gehen mal wieder in die Cam hier. Komm. Gib Schmackes. Was hat denn die mit dem Anfahren? Jetzt kommt's. Echt spät. So, die Fahrt jetzt leider fürs Überfahren von deinem Rentier ist egal, das hast du hoffentlich nicht gesehen. Und es gibt keine Beschwerde deswegen. Ganz normaler Wahnsinn, wenn der Paruna unterwegs ist. Ist da hinten nicht verbrochen. Oh, direkte Bremse, wie schaut's denn aus? Was ist das Bremsen hier? Und langsam mal
bauen. Das Board ist zu viel. Oh, wir sind jetzt gerutscht. Nice. Es ist ja jetzt richtig gut gegangen. So, Kollege da voran. Fahrzeuge abkuppeln. Okay. Gute Arbeit. Dieser Zug ist jetzt fertig zusammengestellt worden und kann von seiner Abfahrt hier abgestellt. Vor seiner Abfahrt hier abgestellt werden. Das ist jetzt aber nicht gewesen, oder? Wo kommt das nächste? In Kürze wird ein Schallzug eintreffen. Sie wurden damit beauftragt, die Wagen vom Zug zu kuppeln und auf das Nebengleis. Ah. Okay. Cool. Cool, cool. Dann werden wir mal Richtungswender hier wieder ändern. Warten Sie, bis der Zug ankommt. 1,5 Kilometer. Sagen wir, die Kupplung ist hier ein bisschen am Rumspinnen. Soll ich dich eigentlich wieder nach oben machen? Die Lok hat gerade ihre Momente. Das ist bestimmt richtig so. Da mal, ich muss mal Bremsen lösen. Oh, was? Das ist mir jetzt noch nie aufgefallen. Da tut sich ja was. Aber wenn die Bremsen angelegt sind, dann spinnt es hier alles. Cool. Cooler Effekt. So, Kollege. Wir könnten eigentlich hier schon mal in die andere Richtung zischen. Oh, komm. Fahren wir hier mal raus, wenn wir das eh machen müssen. Und eine Rangierfahrstraße haben wir auch, also da dürfte ja jetzt nichts passieren. Sagt er und er fährt in den Zug rein. Moin Kollege! Ja, dann gleich deine Sachen hier, wo du dann wieder leer wegfahren kannst. Oder mein Zug mitnehmen kannst. Dann müssen wir garantiert jetzt da reinstellen, wo wir jetzt die anderen Wagen da reingetan haben. Ich darf immer noch weiterfahren. Nö, Spiel, ich warte nicht. Ich fahr schon mal nach hinten. Ah, hab's doch gewusst. Komm, mehr Schmackes. Ah, okay, da hinter dem Rangiersignal anhalten. Kannst du haben. Cool. Marke getroffen. Wir fahren jetzt wieder vorwärts. Die Lichter wieder an. Hinten machen wir sie aus. So. Und um Erlaubnis fragen, nicht, dass ich es wieder vergiss hier. Feuerkamera? Ich darf nicht. Warum darf ich nicht? Jetzt darf ich. Cool.
bei der Lok abgucken, außer er hat es schon gemacht. Was natürlich sehr nett wäre. So, da sind sie. Warum hat es da hinten Schilder mit K-Oberleitung gehabt? Obwohl es da eine Oberleitung ist. Oh, langsamer. Fahrzeug abkuppeln, Stahlwagen. Genau hier, einmal aufteilen. Okay. Einfahrtransfer an Schierbahnhof. Ich schätze, mit den Lichtern hätten wir wieder sparen können. Ein. Mehr. Hier jetzt wieder aus. Was ist eigentlich das hier? Ah, haben wir schon hinten. Dann rechts ein. Hinten rechts aus. Rechts ein. So, lösen. Und Tschüsskowski. Aber Rückwärtsgang wäre vielleicht nicht schlecht. Ich möchte mal das Gestänge mal ein bisschen geben. Also ich hoffe jetzt mal nicht, dass das jetzt genau der gleiche Platz ist, wo wir jetzt gleich reinfahren. Hier rein. Warum bist du da so ein bisschen angebremst? Steuerung. Ah, geht wieder rein. Warum ist das so? Finde ich jetzt merkwürdig, weil das im Anfang auch schon so hat sich ganz so aufgepasst. Stimmt ja, da kann ich jetzt auch gucken hier. Was hinten eine Schierkupplung. Aber hinten wäre ja doch. Ah! Hier stand ja nur rein. So, ja, gut. Nein, nein, auf beiden Seiten. Wenn das jetzt für hinten ist, hinten eine Schierkupplung, wo ist dann vorne? Vorne nicht. Moin, Kollege. Wunderbar. Ja, war ja klar. Und jetzt halt natürlich da hinten rein. Schauen wir mal,
Wo willst du jetzt uns haben? Da hinten? Hast du uns da die Fahrstraße schon gegeben? Sieht ja ganz danach aus. Hä? Warum kann ich jetzt nicht mehr nach hinten? Es ist so, als wenn er meint, dass wir nicht angekuppelt werden. Hä? Angekuppelt. Ja, dann gehe ich halt manuell nach da hinten. Ist mir egal. Also, Fahrt haben wir. Wir fahren vorwärts. Irgendwas ist hier echt schräg. Um. Fahr los. Ist es jetzt mehr worden? Warum habe ich Druck auf den Bremszylinder? Was ist denn das? Habe ich da irgendwas Spezielles an? Versteh's nicht. Was mache ich falsch? Ist ich doch voll am Abmühen. Wir können natürlich manuell immer so drin bleiben, aber das kann es ja auch nicht sein. Irgendwas ist da beim Kuppeln schief. Oh, scheiße, ich sollte eigentlich nach hinten schauen. Moin. Sonst wird der Prellbock geknutscht. Das wollen wir doch alle nicht. Ich muss eigentlich ein bisschen mehr Leistung. Mehr Leistung. Aber der Fahrdienstleiter wäre gut, dass wir ein bisschen zügig sind, damit hier das Weiß wieder frei wird. Ja, wo ist er denn da drin? Nicht mehr weit sein. Also ja. So. Genau. Wenn man langsamer, weil die Bremse drin ist. Oh, da stehen ja Kollegen. Oh, muss ich jetzt wirklich ganz ranfahren? Bremsen. Hey, schauen wir doch mal, ob es da vielleicht irgendwie was zu entdecken gibt. Na? Läuft so im Regen? Dein Gesicht sieht man irgendwie auch überall. Secrets? Secrets? Oh, kann ich gar nicht rein hier. Shorty. Keine Secrets. Und jetzt werde ich mal kurz was probieren. Ach, ich kuppeln vorne und... Ach, das ist ein... Ich bin so ein Held. Das ist vorne und hinten. Einfach... Wieder retour. Okay. Jetzt
ist halt nach wie vor so minimal ein bisschen drin, aber nicht so viel vorher. Welche Lichter habe ich eigentlich an? Nee, die hinten noch. Das heißt, wir machen jetzt mal ein bisschen Express rangieren hier. Halt! Ich muss da unten rauf. Ich hoffe, man hört den Wind jetzt bei mir nicht. Oh, es kommt durch den Wind hier knapp fest drauf. Aber ich finde es eigentlich gerade super angenehm, dass ein bisschen frische Luft reinkommt. Alter, lass doch mal meine Kamera da, wo ich sie hingestellt habe. Unglaublich. Die armen Autofahrer hier. Und Anwohner. anhalten. Ups, da wird gerade ein bisschen geschliffen. Eine Frage, da war doch ein Hebel für ja, Triebwerksleuchten. Da ist wirklich eine Beleuchtung an. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo hier eine Beleuchtung sein sollte. Oder es war doch Triebwerk. Nee, nehme sie. Wird der Stopp? Wird der Start? Die Werksleuchte ist ein. Na, egal. Wir müssen jetzt wieder anfragen. Ist einmal so dumm. So, FDL. Jetzt dürfen wir. Nice. Oh, Express rangieren. Ciao, das ist jetzt so eine schöne Beleuchtung über den Dampflok. Schön. Aber ich sehe da keinen Unterschied. Wenn jetzt wirklich was wäre, dann ist echt nicht viel, was da an Beleuchtung kommt. Schneller. So, der Lauf. Was war das jetzt? Sollte vielleicht nicht ganz zu schnell fahren. Komm's her. Die letzten Meter will ich jetzt hier keinen Unfall haben. Jo, da wären wir mal dran. Solltest du eigentlich nicht von alleine kuppeln hier. So von der ID her. Naja, was ist es? Die Lok ist schon längst weg. Alles klar. Nur wieder Rettung. Jetzt schon wieder. Soll ich mal voll einbremsen?
Komm, machen wir mal näher. Auflösen. Besser arbeitet. Kurze Frage, dass du da über 150 Grad bist, das ist bestimmt okay, oder? Ich glaube, das ist nie gut. Direkt mir jetzt nicht beim Fahren. Hätte ich da was einschalten müssen? Nee, ne? Es gibt hier auch gar nicht so viel zum Einschalten. Power 1, Instrumentenbeleuchtung. Aber das halte ich für nicht sehr gut, wenn die Anzeigenadel da über den anzuzeigenden Bereich drüber hinausgeht. Rückwärts fahren. So, nehmen wir noch. In der Speicherbremse. Das ist doch komplett gelöst da hinten. Was war das? Also das machen wir die Speicherbremse. Groß. 728 Meter. Gehen wir wieder in die Außenkamera. Schauen wir uns mal da vorne hin. Also tut mir ein bisschen leid, Bock, dass die da ein bisschen zu warm ist. Einfach nicht verrecken. Darf's dann verrecken, wenn wir fertig sind. Aber in echt, glaube ich, hätte ich jetzt sofort die Mutter ausgemacht. Oh, ja, weißt du. Alles, was du kannst. Nur, dass du da durchdrehst. Es kommt auch nichts mehr vorbei. Also rein so distanztechnisch sind wir jetzt nicht sehr weit. Fuck. Wir blockieren schon wieder. Oh, Brems, Brems, Brems. Aua. Ja. Bravura, der ist immer noch mal. Fahrstraße habe ich. Die geht auch ins Richtige. Dann gehen wir mal zum vorderen Wagen hier. Spielen wieder den Meister hier mit der Fernbedienung. Und gib Gas. Komm, mach was. Jetzt, sehr gut. Aber spektakulär, dass sie da beim Anfahren nicht durchdreht. Aber beim Bremsen auf jeden Fall blockiert. Oh, maximale Leistung. Muss besser rangieren.
so ist dann Train Team World kennen, dass wir uns mit irgendwo abstellen und dann fertig. Eventuell noch, dass wir noch ein Häuschen reingehen müssen. Gibt's ja ab und zu mal. Oder das ist die Seite von dem Häuschen. Ich glaube, das ist jetzt schnell genug für Express rangieren. Ah, ich weiß nicht. Ist ja keiner dort, der das kontrolliert. Außer hier. Jetzt steht der Wagen? Nee, oder? Bremsen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Sie ist schon gekommen in die Kommentare. Leider war schuld da. wer zu schnell fährt, der wird bestraft. Shit. Und natürlich verbremst. Komm, kleine Lok. Nicht aufgeben, wir haben noch ein paar Meter. Upsale, das war zu viel Leistung. Oh. Oh, was machst du da hinten? Oh. Wir gehen. Dankeschön. Auf. Oh, halten. Ah, wie die Räder halt schon wieder stehen. Richtig schöne Flachstellen habe ich dann da. So, entkuppeln. Vorne. Was ist jetzt? Nur weil die Wagen abgekuppelt sind und in das Lager gebracht wurden, sind die Aufgabe erledigt. Bringen sie die Lokomotive wieder auf das Nebengleis. Das war dann für den Augenblick alles. Coole. Schön. Wo ist denn das? Da wo wir mal herkommen sind. Und Limburg Transfer Nebengleis. Okay. So, gehen wir wieder hier raus. Gar 900 Meter, dass wir noch herkommen sind. So, ich bin Express. Ich darf so schnell fahren. Ja, nette kleine Aufgabe. Man hätte jetzt von der Distanz her gern mehr sein dürfen. Und ich habe nichts kaputt gemacht. Bis vielleicht auf das Getriebe, das zu heiß ist. Oder glaube ich, kann ich nichts dafür. So, 40. Kannst du hauen. Schon ein bisschen wonky, dieser Übergang da. Keine Weichen stellen, oder? Bitte nicht. Ja, die Weiche ist noch genauso, wie wir sie zurückgelassen haben, wie sie aufgefahren haben. Yes. Ah, wären wir wieder daheim.
von allem. Was macht eigentlich das Getriebe? Es ist immer noch zu heiß. direkte Bremsen auf anwenden. Okay. Auf volle Bremsleistung. Kannst du kommen. Was noch? Generalschlüssel aus. Alles klar. Aus. Die Lichter macht man jetzt hier nochmal aus. Können wir den Motor noch ausmachen? Mal die Treibstoffpumpe aus. Ne? Wo ist ein Motor? Stopp hier! Power aus. Das leuchtet aus. Instrumenten leuchtet aus. Motor, möchtest du stoppen? Eigentlich müsste jetzt der Sprit ausgehen. Notbremsung. Nee. Was ist das? Abdeckung GZB. Noch nur den Motor ausmachen. Das wird nicht so schwer sein. Einschalten ist normalerweise das Schwierige. Nee, hier auch nicht. Wieder Speicherbremse. Einmal anwenden. Ja, aber... Was ist das? Schau dir mal. Also Rangiergangstrecke. Arsch. Ah. Wir waren auch noch hier im falschen Ding drin. Hat einen Fehler. Warum geht der Motor nicht aus? Drücken wir an. Aus. Naja. Ist was ist. Hätte ich jetzt gerne ausgemacht. Steigen wir aus. Sorry, Doc. Sorry, dass ich dir so schlimme Sachen angezogen habe. Okay. Ja, also ich hoffe, das kleine Abenteuer hat euch gefallen. Falls ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet doch Mitglied hier auf dem Lion Squad. Da kriegt ihr die ganzen Folgen weit im Vorhinein, bevor es dann für alle veröffentlicht werden. Bis dann. Ciao und bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.